Ja, die Marktgemeinde Flachstanz hat diese Brücke über die Samina als Fuß- und Radwegbrücke realisiert. Das ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit der HTL Rankweil realisieren haben können. Der Lehrer, der Arnold Schmid, der ist gleich Feuer und Flamme gesehen als gebürtiger Flachstanzer, dieses Projekt mit den Schülerinnen und Schülern der HTL Rankweil zum realisieren. Für uns als Marktgemeinde Flachstanz ist es von sehr großer Bedeutung gewesen, ein nachhaltiges Projekt zum initiieren. Es ist für uns sehr wichtig gewesen, dass wir natürliche Baumaterialien, natürliche Rohstoffe, nachwachsende Rohstoffe aus der Region für dieses Projekt verwenden. Und das liegt natürlich näher, als eine Holzbrücke über die Samina zu bauen, zumal das Saminatal ja auch sehr, sehr stark bewirtschaftet wird, sehr, sehr stark eine Holzwirtschaft dort stattfindet. Und somit ist natürlich naheliegend gewesen, mit aus Holz eine Brücke über die Samina zu gestalten und somit auch wirklich ein cooler Platz in der Region, in der Marktgemeinde Flachstanz sein sollen. Ein Platz, der Aufenthaltsqualität auch bietet und der auch fußläufig und radläufig sehr gute Verbindungen im Gemeindezentrum schafft.